Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei meinem Jahresrückblick 2018 in Sachen Bücher. Ja, meinen Serien- und Film-Jahresrückblick konntet ihr ja bereits sehen und ich wollte wirklich den letzten Tag gefühlt so ein bisschen im Dezember abwarten, um die Statistik fein zu haben, um mir meine Gedanken gemacht zu haben. Und ich habe auch den Silvestertag noch so ein bisschen dazu genutzt, meine Tops und Flops so ein bisschen Revue passieren zu lassen, ein paar herauszusuchen. Ich habe mich natürlich um meine Statistik gekümmert und ja, ich weiß, es gibt einige, die interessieren sich nicht für Statistiken. Ich bin aber in vielen Dingen ein absoluter Zahlen- und Statistik-Freak. Und ich meine das ganz positiv, weil ich bin das eben auch einfach. Ich halte sehr viele Dinge in Listen fest, in meinem Bullet Journal fest. Ich mag das sehr gerne. Irgendwie gibt mir so eine Zahl auch irgendwie eine Sicherheit. Also Zahlen sind halt immer relativ. Und also wenn ihr das so versteht. Und da kann man so ein beruhigendes Gefühl dabei entwickeln. So geht es zumindest mir. Und so halte ich ja allerlei Dinge in Excel-Listen fest. Und wie gesagt, auch im Bullet Journal, das Buchige, aber tatsächlich doch mehr in Excel-Listen. Und ein paar interessante Facts habe ich jetzt einfach hier mal so herausgesucht. Und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß mit der Statistik. Für alle, die Statistik nichts ist, blättert einfach so ein bisschen im Video vor. Es kommen dann auf jeden Fall noch die Highlights und natürlich auch so ein bisschen die Flops. Und ich möchte dazu natürlich auch ein bisschen was sagen. Auch so ein paar persönliche Highlights in diesem Jahr, die ich ganz toll fand. Und vielleicht auch so ein bisschen, was wird 2019 bringen. Ja, aber jetzt Daten, Zahlen, Fakten, Zahlen, Daten, Fakten. Also ihr wisst, die Statistik. Der Jahresrückblick 2018. Ich habe insgesamt gelesen, und das war eine Zahl, die mich positiv schockiert hat, ich habe 199 Bücher gelesen in diesem Jahr. Ja, ich finde diese Zahl immer noch unglaublich irre. Man müsste natürlich die abgebrochenen Bücher davon schon irgendwie abziehen, da man ja diese Geschichten nie ganz gelesen hat. Aber ich habe 199 Geschichten im Grunde zumindest angefangen und eben auch einen sehr Großteil davon beendet. Dazu kommen wir später auf jeden Fall noch. Fand ich schon heavy, wie ich das so am 31. gesehen habe. Hatte dann noch kurz die Versuchung, zu einem ganz dünnen Buch zu greifen, um eine runde Summe in 2018 draus zu machen. Dachte mir aber, nein, ich finde 199 schon irgendwie eine coole Zahl. Es ist mir persönlich fast ein bisschen zu viel. Also das klingt, wo ich so dachte, es ist schon verrückt. Ich persönlich finde das eben auch einfach verrückt. Und hab jetzt eine Zahl und mal gucken, was ich im neuen Jahr draus mache. Der stärkste Monat war der Mai mit 20 Büchern und der Dezember war der schwächste Monat tatsächlich mit 13 Büchern, was glaube ich auch einfach daran lag, dass sehr viele Weihnachtsfestivitäten waren, ich doch immer mal mehr unterwegs war, ich glaube ich ja auch im Dezember eine Woche doch kränklich war, wo ich mehr Serie geguckt habe, während glaube ich im Mai es ja so war, dass ich auch krank war und ich glaube durch Hörbücher doch sehr viel gehört habe und da dann die Relation einfach doch gegeben war. Also ich glaube, ich hatte ja eine Woche Urlaub im Mai und hatte dann ja meinen Halswirbel eingerenkt, wo ich 3 Wochen krank war. Also bis das alles wirklich wieder funktioniert hat, ein bisschen was über 3 Wochen. Und ich habe da sehr viel Hörbuch gehört, da ja Bücher nicht gegangen sind. Das begann, glaube ich, im April. Aber es waren auf jeden Fall eben auch die Hörbücher in diesem Monat. In Relation, was Buch, E-Book, Hörbuch angeht, habe ich 79 Bücher gelesen, 74 E-Books, 46 Hörbücher gehört. Das ist eine Relation von 40% zu 37% zu 23%. Und das hat mich wirklich sehr gefreut, dass E-Book und Buch tatsächlich fast, also 50-50 waren. Ja, also es waren wirklich 40 zu 37%, das ist jetzt nicht mehr der große Unterschied. Hat mich sehr, sehr gefreut, weil das war ja auch so mein Vorsatz, mehr E-Books zulegen, mehr E-Books lesen, um einfach so diesem Platz Herr zu werden und auch wirklich so ein bisschen
Mein Minimalismus-Gedanken, den ich ja immer gerne so ein bisschen anführe, der in vielen Bereichen super klappt, bei Büchern gefühlt noch nicht so richtig. Hier sehe ich aber doch, dass sich in diesem Jahr etwas getan hat, dass ich tatsächlich fast gleich viele Bücher wie E-Books gelesen habe, was mich freut. Ich hätte tatsächlich gern fürs neue Jahr, dass mehr E-Books im Grunde angeschafft werden und gelesen werden. Nicht, weil ich echte Bücher nicht mag, das ist es überhaupt nicht, aber es ist schon so ein bisschen dieses... muss man wirklich etwas so besitzen? Muss es in einem Regal stehen? Und ich bin eben in kaum einem Bereich mehr irgendwie ein Sammler, als es eben bei Büchern der Fall ist. Es gibt noch ein, zwei andere Bereiche, aber ich möchte da halt einfach so was für mich tun, was sich für mich gut anfühlt. Und das fühlt sich im Nachgang wirklich gut an, wenn ich jetzt sehe, oh, ich habe fast genauso viele E-Books wie Bücher gelesen. Das finde ich wirklich toll. Und ich freue mich auch, dass fast ein Viertel der Bücher dann tatsächlich Hörbücher waren. Denn das ist, glaube ich, auch ein Jahr, in dem ich sehr viele Hörbücher gehört habe. Was mich super freut, dass ich das so in meinen Alltag auch integriert habe und eben nicht immer etwas haptisch selbst lesen muss, sondern wirklich Spaß daran habe, mir etwas vorlesen zu lassen. Und das freut mich so, wenn man das so schwarz auf weiß dann eben sieht, super gerne. Ja, durchschnittlich im Monat habe ich circa 17 Bücher gelesen. Ja, man sieht, das kommt ja mit dem höchsten von 20 und dem geringsten von 13 durchaus hin. Und ist tatsächlich schon, wenn ich so drüber nachdenke, ist das tatsächlich schon etwas Realistisches, weil ich habe ja immer so zwischen 3 und 4 Bücher in der Woche. Natürlich, wenn es ein dickeres Buch ist, ne, keine Frage, aber ja. Auch habe ich in 2018 noch die Seiten getrackt. Ich überlege jetzt für 19, ob Seiten wirklich so sinnvoll sind. Beziehungsweise habe ich überlegt, was eigentlich sinnvoller ist, ob das die Anzahl der Bücher ist oder die Seiten. Es ist natürlich eine unglaubliche Kontrolle, die man so über sich selbst hat, was ich irgendwie gut finde. Andererseits denke ich natürlich auch, so eine Kontrolle schränkt einen ja irgendwie auch ein. Noch fühle ich mich nicht danach. Aber als ich die Zahlen so aufgeschrieben habe, dachte ich, Mensch, du bist schon manchmal ein bisschen verrückt. Ja, das bin ich. Es darf jetzt jeder lachen, wenn er möchte. Ja, das ist so eine sehr gute Erkenntnis, wie ich finde. Ich fand, weswegen ich irgendwann mal angefangen habe, Seiten zu tracken, ich fand eben die Seitenzahl gefühlt viel aussagekräftiger als Bücher. Also das war so damals, wo ich dachte, wenn du 3 Wälzer mit 1000 Seiten liest, sagt 3 Bücher im Monat nichts aus. So bei 3000 Seiten, wenn vielleicht ein normales Durchschnittsbuch 350 Seiten hat, steht das in einer anderen Relation. Und das war immer was mich so ein bisschen für mich selbst so ein bisschen, ja, sich hat besser angefühlt. Also es ist ja sowieso alles sehr gefühlig so, was ich hier an Statistik auch dazu bringe, so nackt die Zahlen im Grunde auch sind, so mehr Gefühl geben die mir eben etwas. Und so ist es bei den Seiten eben tatsächlich auch. Und ich habe 75.231 Seiten gelesen, was schon eine Menge ist. Und hier spiegelt sich auch, dass der große Monat ist tatsächlich nicht der gleiche, wie es bei den Büchern ist, denn es ist tatsächlich der August mit 7.400 Seiten, was nur 18 Bücher waren, während zum Beispiel der Mai zwar 20 Bücher hatte, aber nur knapp etwas über 7.080 Seiten waren. Also entweder waren im Mai auch einfach ein paar Abbrüche mit drin, könnte man sich ja vielleicht so erklären, dass ich mehr Bücher zwar angefangen habe, aber vielleicht auch 3 Abbrüche hatte, während im August vielleicht auch einfach Wälzer dabei waren. Na, das ist so eine Erklärung, wenn man da analytisch vorgeht, wie ich es ja durchaus tue. Und und ich auch meinen Spaß daran habe. Allerdings, der schwächste Monat ist auch hier der Dezember mit 4.600 Seiten rund. Und von daher, das sieht man, dass man sich da ein bisschen treu geblieben ist. Im Durchschnitt waren es etwas über 6.200 Seiten, was in etwa auch tatsächlich das ist, was ich so am Tagesdurchschnitt lese. Also ich habe, glaube ich, schon so durchschnittlich tatsächlich meine 180 bis 200 Seiten am Tag. Kommt natürlich immer auf den Tag an, an einem Wochenende oder im Urlaub durchaus mehr, ne? Also das keine Frage. Hier ist dann tatsächlich auch der beste Monat, auch der August. Also wir bleiben uns bei den Seiten treu. Da habe ich 240 Seiten durchschnittlich am Tag gelesen, was sich auch damit erklärt, weil ich 3 Wochen frei hatte, also im Urlaub war und da auch wirklich sehr viel gehört habe. Also das
kann man da, glaube ich, auch ganz gut sehen. Und der schwächste Monat war dann mit durchschnittlich 150 Seiten am Tag der Dezember, was sich für mich, wie gesagt, auch einfach erklärt. In dem Moment, wo ich eben eine Serie gucke, fehlt mir natürlich Zeit, wo ich abends nicht zu Hause bin oder Freunde zu Besuch habe oder so, dann erklärt sich das, ne? Und ich war auch Anfang des Monats in Berlin und also es ergibt dann im Nachgang, wenn man drüber nachdenkt, tatsächlich für sich selbst so ein bisschen eine Logik und ich mag das einfach, also ja. Dann Neuzugänge sind es tatsächlich 233 Bücher gewesen. Hier sind mit knapp 54% die Bücher allerdings doch noch ein bisschen vorreiterischer. Es sind 125 echte Bücher eingezogen, 80 E-Books und 28 Hörbücher. Wer sich jetzt fragt, wie konnte ich denn 46 Hörbücher hören, während ich ja nur 28 mir zugelegt habe, was einfach daran liegt, dass ich im Grunde dieses Jahr sehr viele Hörbücher von Freunden bekommen habe, also ausgeliehen habe, seitdem ich diese App entdeckt habe für mein Smartphone, dass ich eben mit dieser App ja auch die Geschwindigkeit hochstellen kann, Bibliotheken habe, ähnlich wie bei Audible, habe ich mir eben auch einfach Hörbücher von Freunden ausgeliehen bekommen und die zählen dann natürlich nicht als Neuzugang, also weil ich sie ja nicht mir gekauft habe. Auf dem Sub zählen sie durchaus, weil sobald dieses Buch sozusagen bei mir eingezogen ist, ist es schon ein Subbuch, was dann auch auf dem Sub landet. Oder wenn es halt dann gehört wird, ist es ja automatisch dann auf dem Sub und wird direkt gehört. Aber es taucht eben nicht auf Neuzugängen aus, weil es würde die Neuzugänge für meinen, also es würde da, für mich ist das kein echter Neuzugang. Ich kann es nicht erklären. Es wäre ja auch für mich so, wenn ich jetzt ein bücherei-gehender Mensch wäre, also wenn ich in eine Bibliothek gehe, mir 5 Bücher ausleihe, wären das ja für mich auch keine Neuzugänge. Allerdings hätte ich die 5 Bücher trotzdem gelesen. Und so ähnlich ist das bei den Hörbüchern. Deswegen habe ich tatsächlich mehr Hörbücher gehört, als ich mir selbst im Grunde zugelegt habe, was dann natürlich auch erklärt, weswegen der Sub trotz allem gesunken ist in diesem Jahr, obwohl eben 34 mehr Bücher eingezogen sind, weil ich natürlich mehr Bücher gehört habe, die aber eben nur eine Leihgabe waren und dann auch wieder, also das Hörbuch im Grunde wieder verschwunden ist. Ich hoffe, das war jetzt irgendwie logisch und erklärbar. Der stärkste Monat war der April mit 24 neuen Büchern und der beste Monat tatsächlich der Dezember. Ich glaube aber, das Neuzugänge-Video seht ihr erst nächste Woche, da zeige ich euch diese Bücher. Also ich habe es geschafft, einstellig zu bleiben und verrate jetzt im Grunde den grandiosen Clickbait-Titel, den ich mir für die Neuzugänge ausgedacht habe. Ihr wisst jetzt also Bescheid. Ja, ich habe es geschafft, einstellig zu bleiben, was ganz knapp war und ich mich tatsächlich auch erst am 1. Januar dazu jetzt entschlossen habe, die Frauen vom Löwenhof zu holen, die eigentlich schon in den Dezember noch hätten gehört, sage ich mal. Aber ich mir eben dachte, bist eh noch nicht mit dem Hörbuch durch, was du gerade hörst. Dann holst du dir das Hörbuch auch wirklich erst, wenn du anfängst. Und das wird eben der Januar sein. Und mein aktueller Sub laut Lovely Books beträgt 100 Bücher. Und ja, das sind zum Teil auch die Hörbuchleihgaben durchaus mit dabei. Noch nicht alle, weil ich habe eben auch Hörbücher ausgeliehen bekommen, wo ich noch gar nicht weiß, ist das überhaupt was für mich, werde ich die anhören. Aber die ich eben bekommen habe aufgrund dessen, dass ich sie gerne hören wollte, zählen hier schon mit rein. Und wer sich jetzt fragt, wie funktioniert das? Du hast ja deinen Sub jetzt minimiert. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass ich immer mal wieder aussortiere. Und ich bin auch durchaus jemand, der immer mal seinen Sub aussortiert. Also ich habe ja, da kommen wir später bei den Flops drauf. Ich hatte zum Beispiel Bücher von einem Autor, die ich nicht so toll fand. Und da hatte ich noch 4 Bücher auf dem Sub. Da ich dann irgendwann beschlossen habe, von dem liest du jetzt einfach nichts mehr, sind diese Bücher vom Sub einfach verschwunden. Also ich habe die vom Sub gelöscht, ich habe sie aufs Dach gebracht, die Bücher. Und für mich existieren jetzt einfach diese Bücher nicht. Und dementsprechend reduziert sich dann natürlich auch der Sub, wenn man eben Bücher vom Sub irgendwann aussortiert, weil man sagt, das ist eine Subleiche, die wirst du nicht mehr lesen. Oder vielleicht hat man sie angelesen und fand sie dann doch irgendwie nicht mehr spannend oder man findet das Thema nicht mehr gut oder was auch immer. Ich bin da ja da tatsächlich sehr großzügig geworden im Aussortieren, sowohl in Büchern, die ich gelesen habe. Wenn ich denke, Mensch, das wirst du kein zweites Mal mehr lesen. Es war zwar ein gutes Buch, aber
ja, muss nicht im Regal stehen, dann fliegt es eben genauso raus wie ein Buch, was mich eben vom Sub nicht mehr anspricht. Und so sind laut Lovely Books, wo ich wirklich sehr ordentlich mittracke, welche Bücher auf dem Sub sind, welche ich gelesen habe, sind es 100 Bücher. Ich wäre gerne zweistellig noch geworden, hätte ich theoretisch ja geschafft, hätte ich mich an Silvester doch noch dazu bewogen, ein Buch zu lesen, dann hätte ich die 200 voll gemacht und die 99, aber nur der Statistik wegen, also das hätte selbst ich dann zu verrückt gefunden, also muss ich ganz klar sagen, deswegen kam das dann eben auch gar nicht irgendwie in Frage. Es gab 80 Highlight-Bücher und das finde ich wirklich großartig, dass man im Grunde sagt, fast die Hälfte oder gut, ein bisschen was mehr als ein Drittel sind Highlight-Bücher. Das finde ich wirklich toll. Also es hat mich sehr, sehr, sehr gefreut und finde ich wirklich großartig. 19 Bücher waren Flops, die habe ich gelesen, war aber dann wahrscheinlich irgendwie von irgendwas enttäuscht und ich habe auch 19 Bücher abgebrochen. Und diese 19 Bücher müsste man ja theoretisch von den 199 abziehen, wenn man so möchte, weil ich diese ja nicht ganz gelesen habe. Also im Grunde habe ich 180 Bücher auch wirklich komplett beendet und eben 19 Bücher dann auch abgebrochen. Es sind 17 Wälzer geworden, was mich auch wieder sehr gefreut hat. Ich wollte ja auch wieder ein bisschen mehr Wälzer lesen, mich einfach in längere Geschichten hineinfallen lassen. Und mit 17 Büchern kann man ja fast sagen, pro Monat mindestens eins, also ne, im Grunde im Durchschnitt sogar ein bisschen mehr. Aber das finde ich tatsächlich sehr, sehr schön. War natürlich zum Beispiel die Harry Potter Bücher dabei. Es war der 5. Teil von Das Lied von Eis und Feuer bei. Das sind natürlich so ein bisschen die Wälzer, die einem so in Erinnerung geblieben sind, die einem spontan einfallen. Und das finde ich wirklich schön und das würde ich auch gerne ausbauen. Beziehungsweise ist für mich, also es zählt zwar nicht bei mir als Wälzer, aber wenn man eine Reihe liest mit 3 Teilen und die komplett wegsuchte, das ist ja im Grunde auch wie ein Wälzer, ist es natürlich theoretisch auch in meiner Statistik nicht. Aber ich würde eben auch tatsächlich gerne Reihen mal beenden, weiterführen, wenn sie dann im Grunde schon da sind und man vielleicht den ersten gelesen hat oder wie auch immer. Und dann einfach sagen, ich suchte auch einfach mal eine Reihe weg. Oder man wartet tatsächlich, bis eine Reihe komplett ist und liest dann alles so in einem. Also zum Beispiel bei Odins Kind, von dem ersten Teil wird ja sehr, sehr geschwärmt. Den habe ich schon auf dem Hörbuch-Sub. Da erscheint jetzt, glaube ich, der 2. Teil. Und da überlege ich halt tatsächlich, ob ich das nicht so dann mal in einem weghöre. Natürlich mir auch erst den 2. hole, wenn ich den ersten gehört habe. Aber da im Grunde einfach ein Stückchen warte. Ja, die meisten Wälzer wurden gelesen im August, ganze 4 an der Zahl. Und das ist dann wieder das, was sich aus meiner Statistik ergibt, wenn ich sage, oh, ich habe da zwar weniger Bücher gelesen, aber mehr Seiten oder, na, wie kann das sein? Dann ist das eben die Erklärung, dass hier die meisten Wälzer gelesen wurden. Der beste Monat war der Monat März. Da hatte ich tatsächlich 12 Highlights. Insgesamt hatte ich 14 Bücher gelesen. Also das ist schon wirklich irre, dass da 12 Highlight-Bücher drin waren. Also der März war der beste Monat. Während die Flops sich eher im Januar befanden, da hatte ich 5 Flops von insgesamt 16 Büchern. Und abgebrochen, da war ja der Meistermonat sozusagen der Oktober. Da habe ich 4 Bücher abgebrochen von 18. Also ja, na, das setzt es dann auch immer wieder ein bisschen in Relation, weil die Bücher, also ich habe auch mal ein Jahr lang abgebrochene Bücher zu Dritteln oder Hälften gezählt und hatte dann zum Beispiel 10 ganze Bücher und 3 halbe und habe dann gesagt, ich habe 11,5 Bücher gelesen. Aber irgendwann ist das, also ich fand das unglaublich verrückt, also und dachte mir auch, das braucht es auch gefühlt nicht so genau, weil die 3 Bücher sind ja trotzdem gelesen, also und eben für nicht gut befunden worden. Und ja, bei den Abgebrochenen muss man natürlich immer so ein bisschen sagen, es gibt unterschiedlichste Gründe, warum hat man eine andere Erwartung ans Buch gehabt, das ist, ja, oder manchmal ist es eben einfach schlecht. Aber es ist natürlich immer nur meine Meinung. Also, na, das ist ja, jeder empfindet das anders. Manchmal hat man auch Bücher, die einem vielleicht zu einer anderen Zeit viel besser gefallen hätten. Also, es gibt manchmal Phasen, da greift man zu einem Buch, denkt, oh, jetzt habe ich Lust auf Historisches, merkt aber dann so dabei, ach nee, eigentlich ist mir nach Thriller. Und dann hat dieses historische Buch ja gar keine echte Chance. Aber das weiß man manchmal halt erst, also man weiß manchmal erst, was man nicht will, wenn man es dann hat, wenn das Sinn macht. Und ja, so war es
ist es eben manchmal, warum man ein Buch abbricht. Aber das seht ihr ja eigentlich immer in meinen Bücherwochen, wo ich ja über alle Bücher immer wieder spreche. Das ist ja so meine Art Videotagebuch und ich verheimliche ja auch keine Abbrüche oder sonstiges. Also bei mir kommt ja alles in diese Videos rein und ich spreche ja nicht nur über Rezensionsexemplare oder sonstiges. Und ja, wer sich jetzt fragt, ob ich eine Statistik habe über Rezensionsexemplare oder wo ich Bücher kaufe, also ich habe sowas tatsächlich mal gemacht. Ich habe mir bei den gekauften Büchern eine Strichliste gemacht, wo ich die gekauft habe. Ich habe auch Rezensionsexemplare gekennzeichnet und solche Späße. Das war mir manchmal aber dann doch zu viel Arbeit. Und wenn man das einmal schleifen lässt und mal 3-4 Wochen nicht macht, dann kommt man auch gefühlt nicht mehr richtig hinterher. Und dann ist das dieses Jahr einfach mal irgendwann verloren gegangen. Ich glaube, das war, als das auch mit dem Halswirbel im April, Mai war, da, ja, irgendwann, also wenn man dann mal 4 Wochen nichts in dieser Liste gemacht hat, dann schafft man es nicht mehr, das nachzuvollziehen. Ja, also ich habe so etwas getan. Ich habe auch eine Zeit lang getrackt, ob das Buch, das ich gelesen habe, von einer Autorin war oder von einem Autor. Dachte dann aber eigentlich, wie schwachsinnig diese Unterscheidung ist. Das sagt ja überhaupt nichts irgendwie über ein Buch aus, ob es von einer Autorin oder einem Autor geschrieben wurde. Ja, kann man machen. Es gibt noch so 2-3 andere Dinge, die ich mitführe. Aber manchmal merkt man eben auch, wenn man das 2-3 Monate macht, dass es eigentlich totaler Schmachen ist. Also, dass das für einen selbst eben nichts mehr bringt. Also, ich finde das bei anderen immer super spannend, die dann sagen können, ich habe 5 Bücher gelesen, 3 davon waren US-Amerikaner, 1 Australier, 2 Deutsche, davon 4 Autorinnen, 1 Autor, über 30, unter 30. Das finde ich bei manchen super spannend. Ich habe da auch mal so einen Blog verfolgt, das fand ich wirklich großartig, wie die ihre gelesenen Bücher im Grunde wirklich runtergebrochen hat. Ich fand aber irgendwann, für mich ist es nichts. Mir hat es keinen Mehrwert gegeben und dann verschwinden solche Statistiken eben auch wieder. Ja, das soweit jetzt zu meiner Statistik. Hat jetzt, glaube ich, auch an Informationsfluss absolut gereicht. War gefühlt wahrscheinlich sogar zu viel für manch einen. Und ja, jetzt wollen wir einfach mal, bevor wir zu den Buch-Highlights und so kommen, so zu den persönlichen Highlights des Jahres kommen, das im Grunde ja begonnen hat mit der Leipziger Buchmesse, die mir in 2018 wirklich super gut gefallen hat. Ich hatte einige tolle Termine mit Verlagen, mit Autoren, natürlich auch mit Booktuber, mit Zuschauern und ich werde nie den Moment vergessen, als eine Zuschauerin von den Kingsianern mit einem Kingsianer-T-Shirt dahergelaufen ist. Und ich weiß noch, ich habe direkt wieder Gänsehaut, wie ich direkt so gerührt war und fertig mit der Welt war und ich das einfach großartig fand. Und ja, und der viele Schnee natürlich auf der Leipziger Buchmesse im letzten Jahr, der uns ja alle total am Freitag auch überrascht hat. Nicht nur uns, die da schon da waren, sondern ja auch gefühlt Leipzig selbst. Der Flughafen ging nichts mehr, Züge ging nichts mehr, es konnten verschiedene Straßenbahnen und sonstiges nicht mehr fahren. Und es sind ja viele gar nicht erst hingekommen, manche sind dann Samstag auch nicht mehr heimgekommen. Also es war Chaos pur und ich wünsche uns für 2019, dass das Wetter beständig ist. Also entweder schneit es eben einfach schon 2 Wochen vorher und alles ist vorbereitet und das größte Chaos schon beseitigt. Aber ja, das werden wir wohl nie vergessen mit 2018, dass es da so extrem geschneit hat. Es war am Freitag. Ich bin früh um 9 auf der Messe gewesen, abends um 6 von der Messe runter und es war ein sage und schreibe so ein Haufen Schnee auf dem Auto gelegen. War total verrückt. Man war auch gar nicht so richtig darauf vorbereitet. Ich glaube, keiner von uns hatte wirkliche Winterschuhe dabei. Ja, also es war wirklich eine irre Messe. Ich freue mich schon auf die Messe 2019. Das Hotel ist schon gebucht. Ich werde von Freitag bis Sonntag in Leipzig sein. Ich möchte gerne mal einen halben Tag nicht auf die Messe gehen und wirklich auch mal was von Leipzig sehen. Und ja, freue mich da auch auf jeden Fall auch wieder auf die Menschen, die man eben einfach trifft. Und ja, auf die Möglichkeiten mit Autoren, Verlagsleuten und natürlich auch Zuschauern zu sprechen, was ja wirklich auf so einer Messe immer großartig funktioniert. Dann auch ein absolutes Highlight dieses Jahr waren unsere 2 Kingsianer-Tour-Termine, einmal in Frankfurt und einmal in Berlin. Frankfurt war einfach so besonders. Wir durften die Filiale sehen. Wir haben uns mit ganz tollen Mitarbeitern unterhalten dürfen. Liebe Grüße an Björn und Kerstin. Wir sind da wirklich rumgeführt worden. Wir haben im Grunde diese ganze Buchhandlung fast auswendig gelernt und gezeigt bekommen. Wir durften nachts in der Buchhandlung sein. Wir haben Hangout mit euch Zuschauern gemacht. Das war wirklich ganz, ganz toll. Wir durften wunderbare Videos drehen und haben auch alle wirklich ganz wunderbare Bücher sozusagen mitnehmen dürfen.
was wirklich ganz toll war. Und in Berlin war natürlich auch das Booktuber-Treffen am Samstagnachmittag wirklich großartig. Und dann abends hatten wir die Podiumsdiskussion, was nochmal was ganz anderes war als ein Hangout oder ja, ich bin zwar, glaube ich, schon sonst relativ gut im Freireden, aber da war ich wirklich unglaublich nervös. Also ich hatte da wirklich schon an mancher Stelle die Flatter und dachte, wenn du einfach mal nicht mehr weißt, wie du heißt und wer du bist, was machst du dann, ne? Aber ich hatte natürlich meine drei anderen Kingsianer dabei, die liebe Paddy, den lieben Thorsten und den lieben Phil. Und das gibt einen so ein bisschen Halt, ne? Man ist eben nie allein. Man hat immer, also, und so gut kennen wir uns mittlerweile auch, dass wir eben durchaus wissen, ma, wo hakt's vielleicht beim anderen oder, ne? Und dann wird das eigentlich immer alles ganz wunderbar. Also es waren zwei ganz tolle, lange, wunderbare Wochenenden, die ich sehr genossen habe und die mir wirklich viel Spaß gemacht haben und wo ich auch einfach Freunde einfach auch wiedersehen konnte und wir viel Zeit miteinander verbracht haben und auch die Nächte durchaus in Berlin sehr lustig waren und dazu jetzt aber gar nicht mehr. Dann ein paar Wochen später nach Berlin bin ich relativ spontan aufs Münster-Booktuber-Treffen gefahren. Münster ist jetzt nicht gerade ums Eck, es waren glaube ich knapp doch dreiviertel Stunden von Münster nach Hause. Hab auf dem Hinweg noch einen Stopp in Berlin gemacht und hab die liebe Tanja von Berlin Books mitgenommen und dann sind wir eben nach Münster gefahren, durften da beim lieben Thorsten übernachten, zusammen mit Erik und Markus von den Tourheads. War wirklich ein toller Tag. Ich fand Münster richtig schön, das, was ich davon gesehen habe und natürlich auch einfach wieder diese Menschen, diese Begegnungen, was ich eben einfach ganz, ganz toll fand. Und ich möchte Münster unbedingt nochmal sehen und habe mir auch noch ein, zwei andere Städte fürs neue Jahr so mal ein bisschen groß irgendwo hingeschrieben, die ich mir einfach angucken möchte und fand Münster wirklich toll. Auch Havigs Beck, da waren wir super lecker essen und auch das Ferienhaus von den Eltern von Thorsten war wirklich ganz, ganz toll und es war wirklich ein wunderschöner Abend, ein ganz toller auch Sonntagvormittag, wo wir noch ein bisschen Bücher geshoppt haben und das war auch so etwas Besonderes, wo man auch einfach mal Menschen, die doch recht weit sind, einfach mal sagt, Mensch, jetzt, es ist egal, wir geben jetzt einfach mal Gas und fahren da hoch. Und legendär auch deswegen dieses Wochenende zum Beispiel, weil ich da meinen ersten Strafzettel wegen zu schnellen Fahrens bekommen habe. Manch einer wird jetzt denken, Steffi, jetzt fährst du hier schon keine Ahnung wie lange Auto. Ich hatte tatsächlich noch keinen wegen zu schnellen Fahrens. Ich habe ein wunderschönes Erinnerungsfoto an die Heimreise von Münster nach Hof bekommen, in schwarz-weiß. Ich sehe sehr konzentriert und merkwürdig aus, es waren zum Glück nur, ich glaube, 20 Euro. Es war nicht allzu viel schneller gefahren, aber das ist natürlich was, wo man denkt, man weiß warum und ist auch richtig, ne? Gar keine Frage, kommt eben auch einfach mal vor, dass man halt irgendwo mal ein Schild nicht sieht. Ne? Also das, müssen ja hier alles Menschen und das sind so, ich glaube, die buchigen Highlights. Auf der Frankfurter Buchmesse war ich leider nicht dieses Jahr, hat sich nicht ganz ausgegangen mit einem Urlaub von meinem Kollegen, den ich direkt vertrete, beziehungsweise vertreten habe und deswegen war das eben einfach nicht machbar, hochzufahren. Ich habe das natürlich über Vlogs und Stories und alles auch verfolgt und dachte dann immer so, ach Mensch, irgendwie ärgerlich, eigentlich würdest du jetzt auch gern durch diese großen Hallen laufen, obwohl ja mein Favorit an Messen definitiv Leipzig ist, weil ich das eben auch einfach durch das etwas kleinere, komprimiertere, irgendwie übersichtlicher, gemütlicher und schöner finde. Deswegen freue ich mich auch sehr, jetzt dann auch auf die Leipziger Buchmesse im März zu fahren. Ansonsten war ich dieses Jahr einige Male in Berlin, auch einfach bei Freunden, was ich super fand. Ich habe da ja auch die Harry Potter Ausstellung sehen dürfen, Anfang Dezember. Oder Ende November, es war das Wochenende, wo der November endete. Und das war natürlich auch ganz, ganz toll. Also so als Harry Potter-Nerd, als Bücherwurm, so in diese Welt dann so einzutauchen, das war wirklich ganz großartig. War wirklich schön, diese ganzen Filmrequisiten zu sehen und das einfach zu genießen. Das hat mir wirklich ganz gut gefallen. Habe ich ja auch Tanz der Vampire, das Musical in Berlin gesehen, was ich auch einfach als absolutes Highlight zählen möchte. Und natürlich noch einige andere private Dinge, die jetzt aber einfach an diesem Rahmen zu privat werden. Aber es war wirklich insgesamt ein menschenvolles Jahr mit vielen Begegnungen, auch außerhalb natürlich von YouTube und BookTube. Und manchmal natürlich auch von Trennungen. Ich habe mich zum Beispiel von meiner alten Arbeitsgruppe
Gruppe innerhalb der Firma getrennt. Ich werde jetzt zum Jahreswechsel in ein neues Team wechseln, freue mich schon sehr auf die neuen Aufgaben. Sowas gehört halt im Grunde zum Leben auch einfach dazu. Und was da einfach das große Plus ist, neben den neuen Aufgaben, dem neuen Input, den man bekommt und einfach mal wieder etwas anderes tut, ich bin ja ein Freund von Veränderung, ist dann eben zum Beispiel auch, dass es einfach keinen Schichtdienst mehr gibt und es eben keine Spätschichten mehr gibt, die meinen Biorhythmus komplett durcheinander gerissen, immer wieder haben und ich eben einfach, ja, ich sag mal so, vielleicht hoffentlich auch etwas Gutes, Körperliches sozusagen für mich tue und ja, darauf freue ich mich schon. Ja, auf was freue ich mich so ein bisschen noch? 19 ist natürlich jetzt erstmal die Leipziger Buchmesse, dann wie gesagt habe ich auch zwei Städteplanungen in Gedanken, die ich gerne sehen möchte, die ich gerne erkunden möchte. Vielleicht tatsächlich auch wieder ein kleiner Meerurlaub, würde ich mich auch sehr darüber freuen. Ich habe vor, an meinem Buch zu arbeiten. Ich habe es in manchen Bücherwochen schon erzählt, immer mal so angedeutet. Ich habe im November ja irgendwie so eine Eingebung gehabt, habe ratzfatz irgendwie was runtergeschrieben, was einem oberflächlichen Plot wahrscheinlich nahe kommt. Und war auch schon dran gesessen, habe ein paar Kapitel im Grunde auch schon geschrieben, habe da auch immer mal wieder was umgeändert, habe auch an dem Plot wieder immer mal ein bisschen was verändert und ich sitze da aktiv schon ein bisschen dran, möchte das eben auch vielleicht einfach im ersten Halbjahr angehen, entweder so angehen, dass ich es fertig mache oder dann eben auch, was ich ja leider bei vielen anderen Projekten nicht getan habe, dann sagen, nein, mache ich nicht und mache was anderes. Doch, bei einem Projekt habe ich das auch schon gemacht, aber ja, ich hätte tatsächlich gern diesmal etwas Fertiges am Ende. Es wird eine Art, also es wird keine fiktionale Geschichte, es wird tatsächlich eher eine Art Sachbuch, wenn man so möchte. Und ja, ich bin da einfach mal gespannt, wie dieser Weg so ein bisschen sein wird. Und könnt mir ja da gerne auch mal schreiben, wenn euch da Details interessieren, da kann man ja gerne mal so ein bisschen drüber sprechen. Und ja, ich glaube, ich habe jetzt nichts vergessen. Ich schiebe mal runter. Nein, an diesen Dingen habe ich nichts vergessen. Es war wirklich ein schönes Jahr. Auch wirklich ja, mit den Kingsianern ein sehr ereignisreiches Jahr, was ich wirklich toll fand. Und ich denke, jetzt kümmern wir uns einfach mal so um die Buchthemen. So, dann lasst uns mal über die Bücher sprechen. Ich werde das so ein bisschen mischen, was Highlights und Flops angeht, weil manchmal ergibt sich ein Flop auch aus einem Highlight und umgekehrt. Werde ein bisschen was dazu sagen, nicht mehr sehr viel zu den Büchern selbst, sondern eher nur, warum sie jetzt eben ein Highlight waren oder ein Flop. Und wenn euch die Bücher interessieren, guckt einfach mal in den Bücherwochen, da findet ihr diese Bücher auf jeden Fall. Ganz oben steht definitiv Herr der Ringe und Harry Potter. Ich habe die in diesem Jahr gereadet, das heißt nochmal gelesen. Ich habe dazu ja auch Lesegruppen gegründet, in der eine ganz tolle, rege Diskussion dann auch entstanden ist, was mich sehr gefreut hat. Ich liebe beide Reihen einfach, was die mit mir machen, wie die mich zum Nachdenken bringen, ja, was die in mir ja auch einfach so auslösen, einfach wirklich großes Bücherkino und ja, hat mir unglaublich gut gefallen. Und bei Harry Potter war ich tatsächlich überrascht. Ich habe ja ab dem 5. Teil die Bücher auch gehört, weil ich glaube, beim 5. Teil waren wir da gerade in Berlin, wenn ich mich richtig erinnere vom Zeitraum. Und da dachte ich, Mensch, auf der Zugfahrt hast du so viel Zeit, da kannst du auf jeden Fall Hörbuch hören. Und habe da einfach gemerkt, wie toll es ist, sich Harry Potter vorlesen zu lassen und wie toll das auch Rufus Beck gemacht hat. Ich habe diese Version gehört und war eigentlich überrascht, weil ich immer dachte, Mensch, das sind eigentlich Highlight-Bücher, die du eigentlich lesen immer willst und denkst, du musst das Buch in Händen halten. Hier fand ich es aber großartig, mir das vorlesen zu lassen. Band 1 und 3 von Harry Potter hatte ich ja in dieser schönen Schmuckausgabe und ja, fand ich toll und werde ich mir auf jeden Fall in 2, 3, 4 Jahren wieder vornehmen, die wieder zu lesen, weil die einfach toll sind. Ein überraschende Highlight-Reihe in diesem Jahr war definitiv die Clifton-Saga von Jeffrey Archer. Ich habe ja irgendwie immer einen Bogen um den ersten Teil gemacht, weil ja das auch ein etwas historisches Buch ist, was irgendwie 1910 anfängt. Und ich immer dachte, oh mein Gott, da kommt dann irgendwann der Zweite Weltkrieg und das willst du nicht. Dann hat aber die liebe Miri gesagt, Mensch Steffi, eigentlich ist das Thema nur ganz, ganz klein. Dadurch, dass die Geschichte auch in England spielt, ist das keine ganz so große Rolle, wie sie in einem deutsch-historischen Roman hat. Greif einfach dazu, du wirst es lieben. Und ich habe in 5 Wochen alle 7 Bände der Clifton-Saga weggesuchtet. Ich habe gefühlt nichts anderes gemacht, als die Clifton-Saga gehört, weil ich das einfach so toll erzählt fand. Das, ja, man hat wirklich einen riesen Zeitraum in diesen 7 Jahren. Es sind, glaube ich, nicht wirklich immer 10 Jahre, die es umgibt. Ich glaube, sowas zwischen 8
Jahren Proband, wenn man so möchte. Man erfährt verschiedene Perspektiven, man erfährt verschiedene Entwicklungen, was sich daraus ergibt. Und es war einfach eine Familien-Epos-Geschichte, die ich toll erzählt fand. Also wenn Jeffrey Archer etwas kann, dann ist es epische Geschichten erzählen, die aber so menschlich und echt sind, dass man das einfach großartig fand. Und es war spannend, es war packend, es war interessant, es war emotional, es hat mich berührt. Es ist wirklich eine absolute Highlight-Reihe, die dann eben auch als echte Bücher bei mir eingezogen ist. Mit ja, vielen Dank an die Geschenke meiner Freunde, die mich da immer mal wieder mit einem Teil beglückt haben, wenn sie ihn irgendwo entdeckt haben, dass ja die ersten 5 Bände, ich glaube, auch schon als Mängelexemplar gibt, oder die ersten 4, war das gar nicht ganz so schwierig. Fand ich wirklich großartig. Ganz, ganz, ganz tolle Reihe. Es gibt aber bei Jeffrey Archer nicht nur Positives, nein, es gibt tatsächlich auch einen Flop. Und das ist der 3. Teil der Cain und Abel Reihe gewesen. Nach der Clifton Saga kam diese Cain und Abel Reihe, die eben auch uns das Leben zeigte von einem russischen Jungen, der dann in Amerika im Grunde eingewandert ist und da seinen Weg geht und dort auf einen amerikanischen Jungen trifft und die beiden so ein bisschen Konkurrenten sind, wie unterschiedlich das Leben sein kann. Und ich möchte jetzt gar nicht sagen, was mich so am 3. gestört hat, weil es spoilert so ein bisschen auch Teil 1 und 2. Allerdings ist der 3. eigentlich gar kein Buch, der zu dieser Reihe gehört. Zur Cain und Abel Reihe gehören 2 Teile und die waren auch sehr, sehr gelungen. Mir hat der erste Teil sehr gut gefallen, der 2. war leider ein bisschen wiederholend, aber durchaus auch noch spannend und packend. Der 3. Teil, wenn man in die Bücher-Literaturliste guckt von Jeffrey Archer, ist das einfach ein ganz anderes Buch, das man ein bisschen umgeschrieben hat, damit es in diesen Kontext irgendwie passt. Für mich passte er gar nicht, denn er war irgendwie ein Politkrimi, was so gar nicht meine Baustelle ist. Und er hatte für mich überhaupt nichts mit dieser Saga zu tun. Ich habe das Buch auch abgebrochen und fand es einfach nur schrecklich. Also er kann irgendwie schreiben, ich wollte aber keinen Politkrimi oder eine ganz andere Geschichte. Ich wollte die Geschichte weitererzählt haben und nein, also das war wirklich schade und überhaupt nicht passend. Also es gibt sowohl Licht wie Schatten bei Jeffrey Archer. Aber ansonsten haben mich seine Bücher, die ich da noch dieses Jahr gelesen habe, auch wirklich, haben mich sehr, sehr gut unterhalten. Absolutes Highlight ebenfalls die Young Elites-Reihe von Mary Lou, die ich ja auch weggesuchtet habe. Den ersten Teil habe ich gehört, den 2. als E-Book gelesen, den 3. habe ich als echtes Buch bekommen und gelesen. Fand ich einfach toll. Ich mochte einfach mal diese Andersartigkeit, wie Mary Lou eine Geschichte erzählt, wie sie eine Protagonistin erschaf, wie sie zeigt, dass nicht immer die Protagonistin oder der Protagonist das Gute verkörpert, sondern manchmal auch zeigt, wie Böses funktioniert. Und ich bin absoluter Fan dieser Reihe. Ich habe dann ja auch noch Warcross von der Autorin gelesen, den ersten Teil. Ebenfalls ein Highlight, freue ich mich jetzt sehr auf den 2. Teil. Und ich möchte unbedingt noch Legend lesen. Habe ich schon auf dem Sub, muss gelesen werden, weil ich finde, dass Mary Lou wirklich unglaublich gut schreibt. Also die wirklich Jugendbuch, High Fantasy erschafft, mit so einem dystopischen Charakter, Charaktere erschafft, eine wahnsinnige Welt erschafft und das war wirklich also ein überraschendes Highlight, was ich echt großartig fand. Kann ich absolut nur empfehlen. Ja, ganz anders ist dann von Naomi Alderman Die Gabe. Hochgelobtes Buch, wirklich absolut gefeiert, in der die Welt im Grunde irgendwie umgedreht wird. Die Frauen, die Stärkeren sind, stärker als die Männer sind, aber die Frauen dann eben auch gewisse Gaben haben, um Männer Schmerzen zuzubereiten. Und ja, es gibt Menschen, die haben das gefeiert, wie Phil, wo ich mich tatsächlich gewundert habe. Es gab aber auch Menschen wie mich, die das irgendwie ganz schrecklich fanden. Und ich habe es auch abgebrochen. Also es war wirklich eine Katastrophe, weil ich mir dachte, wenn ich einfach die Welten, die Geschlechter nur umdrehe und dann im Grunde die Frauen noch schlimmer mache, als es die Männer vielleicht in unserer Welt sind, was soll das? Also ich fand das total überzogen, unrealistisch, dumm, doof und ich konnte nichts mit anfangen. Und ich will auch nicht einfach nur eine gespiegelte Welt haben, wo Frauen wie Männer sind und Männer wie Frauen und aber alles noch schlimmer oder extremer, als es in unserer Welt ist. Also dann brauche ich auch nur die Nachrichten anschalten. Dann ist mir egal, ob der Serientäter eine Frau oder ein Mann ist oder ein Terrorist. Das macht keinen Unterschied. Also Terror ist Terror, ganz egal, ob er weiblich oder männlich ist. Also fand ich ganz schlimm, hat mir überhaupt nicht gefallen.
Dann wirklich ein ganz, ganz tolles Buch in diesem Jahr war mit Gobi durch die Wüste von Dion Leonard. Ein Buch, das mich unglaublich berührt hat. Das haben wir in der Leserunde auf Lovely Books gelesen, habe ich auch dort gewonnen. Und da geht es eben um Dion Leonard, der Extremläufer ist, der auch Marathonläufer ist, der Wüsten durchquert und eben in Gobi eine Hündin trifft, die ihn so ein bisschen verfolgt, mit ihm auf diesen Weg läuft und er sich so in sie verliebt. Und sie so sein Herz erwärmt, dass er eben einfach ja, versuchen muss, sie nach England zu bringen. Und ja, es ist wohl eine sehr bekannte Geschichte, die gerade in England für Furore gesorgt hat, weil der Autor das eben auch sehr öffentlich damals gemacht hat und eben auch Unterstützung über seinen Blog und über Facebook erhalten hat und erzählt eben so seine Geschichte. Und das war einfach eine so herzerwärmende, emotionale Geschichte, zu dem ist sie einfach noch wahr. Und es ist einfach so toll erzählt, denn Dion Leonard erzählt eben auch einfach, wie ich euch was erzählen würde. Und das war in diesem Buch wirklich einfach großartig. Es hat mich einfach gepackt, gefesselt, zu Tränen gerührt. Ich habe geweint, ich habe gelacht, ich war emotional dabei. Ich konnte ein bisschen nachvollziehen, warum dieser Mann auch durch Wüsten läuft, auch wenn das gar nichts für mich wäre. Aber das hat er einfach super gemacht. Und wirklich eine Geschichte, die irgendwie oberflächlich klingt, ja, da trifft ein Mann einen Hund, aber die mir so viel mitgegeben hat, auch auf Fragen, die man sich so im Leben mal stellt, die er sich gestellt hat und wo man so merkt, da ist was, da ist etwas ganz Besonderes in ihm und das gibt er in einem selbst dann eben auch einfach offen und das war wirklich, wirklich großes, großes Bücherkino. Und das war wirklich großes, großes Bücherkino. So auch Der Berg von Dan Simmons. 2017 haben wir angefangen, Dan Simmons zu lesen. Wir haben Terror gelesen, Drood gelesen, Die Kinder des der Nacht gelesen und dann eben auch Anfang des Jahres, passend zum kalten Wetter, Der Berg gelesen, wo es eben darum ging, um die Erstbesteigung des Mount Everest. Was kann man, weiß man davon? Wie hätte was passieren können? Was gibt es für Gründe, dass da irgendwie etwas passiert ist, was so wieder halb echt ist und eben halb fiktional, ähnlich wie es bei der Terror der Fall ist. Und das kann Dan Simmons für mich per excellence. Großartige Geschichte. Es war kalt, es war bergsteigertechnisch wirklich größtes ja, Erzählkino. Es hat uns alle gepackt, wirklich begeistert, sehr gefesselt. Dan Simmons kann das wirklich grandios. Egal, ob es Terror ist oder Der Berg. Ja, es gibt manchmal eine Länge. Ja, manchmal übertreibt er es mit den Beschreibungen der Schuhsohlen, wann man welche für welchen Aufstieg braucht, wo man sich denkt, ja, ich wollte eigentlich nicht auf Mount Everest, aber ich weiß auf jeden Fall jetzt, welche Schuhe ich dafür benötige. Ja, das ist natürlich schon so ein bisschen Kritik, die man durchaus führen kann. Aber Der Berg hat mir dieses Jahr wirklich unglaublich gut gefallen. Leider hat mir Göttin des Todes überhaupt nicht gefallen von Dan Simmons und auch Sommer der Nacht war schrecklich langweilig. Ich habe überhaupt nicht verstanden, was er mir in dieser Geschichte erzählen wollte. Das ist jetzt die Neuauflage, heißt jetzt Elm Haven, kommt glaube ich im Januar oder Februar heraus, umfasst beide Bücher dieser Reihe und es war nicht meine Geschichte. Also ja, man hat irgendwie erwartet, dass es gruselig wird, düster wird, dass es dunkel wird, dass da eben irgendwas in diesem Schulhaus ist. Aber ich fand es einfach nur unglaublich langweilig und habe es dann auch abgebrochen. Was ich natürlich immer schade finde, wenn man Bücher gemeinsam liest, aber meins war es nicht. Und da ich jetzt wirklich mehr Bücher von Simmons abgebrochen habe, als gefeiert habe, werde ich auch vorerst kein Buch mehr von Simmons lesen. Ich habe noch einen Kurzgeschichtenband hier, der auch erstmal auf dem Dachboden verschollen ist. Weil ich möchte jetzt auch einfach mich nicht mehr um diesen Autor erstmal kümmern. Ich habe 3 Highlight-Bücher von ihm gelesen, also eben Terror, Der Berg und Kinder der Nacht. Und die waren wirklich Hammer. Das bleiben Highlights, die bleiben auch im Regal. Alles andere flog raus oder fliegt noch raus, je nachdem. Ja, auch hier Licht und Schatten sind sehr nah beieinander. Dann eine Buchreihe, die mich total gefesselt hat bisher. Es waren 2 Teile und ich liebe sie abgöttisch. Und zwar ist das die Bobby Wirth-Reihe von Dennis E. Taylor. Ich bin viele und wir sind Götter. Eine Science-Fiction-Reihe, die mich einfach so humorvoll unterhalten hat mit Sarkasmus, Ironie, Zynismus, mit Science-Fiction-Details, die so ein bisschen in die künstliche Intelligenz gehen. Wie erobern wir das All im Grunde, wenn unsere Erde einfach versagt? Und wir hier wirklich auch Bob haben, unseren Protagonisten,
der das gefühlt Beste ist, was es je irgendwie in Science Fiction gab, vielleicht neben Mark Watney bei der Marsianer, aber den ich einfach abgöttisch liebe. Also ich habe im ersten Teil so mitgefiebert, mitgelitten, gelacht und ich war einfach so begeistert von der Story, dass ich schon dachte, oh mein Gott, kann das im zweiten Teil auch so werden? Und ja, den zweiten Teil habe ich gehört, gesprochen von Simon Jäger, einfach der Wahnsinn. Ich war da absolut geflasht und begeistert und sprachlos davor gesessen, wie mich diese Science-Fiction-Story abholt, mitnimmt und dann irgendwann alles, was da so ein bisschen diese Fiktion ist, die so weit in der Zukunft liegt, aber die sich so anfühlt, als wäre sie einfach da. Großes, großes Science-Fiction-Kino. Ich kann mir das auch ganz wunderbar in einem Film vorstellen. Da läuft im Grunde in meinem Kopf schon ab. Es wird jetzt einen dritten Teil noch geben, jetzt im neuen Jahr, allerdings irgendwie mit einer gewissen Zeitspanne. Also innerhalb der Geschichte, da bin ich sehr gespannt, ob mich das auch noch fesseln und begeistern kann. Ein, doch leider enttäuschend, das Buchabschluss war die Palace-Reihe von C.E. Bernard. Und zwar habe ich Palace of Glass und Palace of Silk noch gefeiert. Wir haben hier eine dystopische Welt, in der das Berühren verboten ist, da es Magdalenen gibt, die eben mit dem Berühren die Gedanken lesen können und auch verändern können desjenigen, den sie berühren. Und aus diesem Grund ist das in dieser Welt im Grunde verboten. Wir haben hier aber eben eine Magdalena, die am Hofe des Königs den Prinzen beschützen soll, bewachen soll, weil sie so eine tolle Kämpferin im Grunde auch ist. Allerdings muss sie eben verheimlichen, was sie ist. Und das klingt erstmal wieder so nach einer Geschichte, die irgendwie vorhersehbar ist. Es ist Jugendteil-Fantasy und man kann schon ahnen, es wird bestimmt eine Liebesgeschichte, am Ende ein Liebesdreieck und am Ende wird geheiratet. Ja, man kann das so oberflächlich denken, allerdings war der erste Teil ganz anders, als ich das habe vermuten können oder sich es hätte vermuten lassen. Der erste Teil war großartig. Der zweite Teil mit ein, zwei Abstrichen bzw. Entscheidungen, die getroffen wurden, auch noch wirklich absolut gelungen. Und dann kam der dritte Teil und ich dachte, hä? Ist das noch die gleiche Reihe? Ist das noch die gleiche Autorin? Was ist da passiert? Auf einmal war das eine Schmonzette an Liebesgeschichte. New Adult hat rufen lassen und Sexszenen in Duschen wurden beschrieben. So viele Gedanken habe ich mir selbst noch nicht darüber gemacht oder auch so viele Details habe ich wahrscheinlich noch nie. Also ich fand das einfach nur schrecklich. Der dritte Teil war eine absolute Katastrophe. Auch die Wege, die gegangen wurden, so hätte ich das nie erwartet und das jetzt ganz negativ gemeint. Und ich war so enttäuscht davon, dass ich auch wirklich alle drei Bücher direkt wieder weitergegeben habe. Ich habe den ersten Teil von einer lieben Freundin noch bekommen, damit ich diese Highlight-Reihe im Regal habe, die auch optisch wirklich schön ist. Aber nach dem Lesen des dritten Teils dachte ich, nee, das kann es überhaupt nicht sein. Es war einfach nur schrecklich und hat für mich diese ganze Reihe kaputt gemacht. Und ja, ich weiß nicht, wie das sein konnte, warum man diese Wege genommen hat. Und ja, einfach nur furchtbar. Ganz anders war Cat and Cole, die letzte Generation von Emily Suvadan. Ein Jugendbuch, auch wieder ein bisschen dystopische Reihe. Also man merkt, ich lese Dystopien eben einfach unglaublich gerne. Und hier sind Dinge passiert, Wendungen, die ich anhand des Covers, des Klappentextes nie erwartet hätte. Diese Geschichte ist definitiv unterbewertet. Allein das Cover schreckt wahrscheinlich schon viele ab. Aber das ist eine Reihe, also der Auftakt zumindest, war großartig. Ich habe das weggesuchtet in nichts. Ich war da total im Leseflow drin und das war einfach eine Wahnsinns-Dystopie. Nicht unbedingt nur für Jugendliche, sondern eben auch wirklich eigentlich schon junge Erwachsene, weil sie doch recht brutal war, viele Stellen hatte, die einen auch wirklich so mitgerissen hat, Atem hat anhalten lassen und ich fand das einfach Hammer. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie es im zweiten Teil weitergeht. Ich glaube, das Erscheinungsdatum für den zweiten steht auch schon fest und ich war da einfach so überrascht, dass mich dieses Buch überhaupt so fesseln konnte, weswegen es jetzt eben auch einfach ein Jahreshighlight ist, weil da Wendungen oder überhaupt diese ganze Story, ich hätte nie erwartet, dass die so umfangreich ist, dass diese Welt so groß ist, dass diese Dinge, die darin passieren, so großartig werden. Und es hat mich einfach völlig überrumpelt, dass das so eine großartige Geschichte wurde oder ist. Und deswegen ist das eben auch einfach nur so präsent und im Gedächtnis. Und deswegen muss die hier eben auch einfach auftauchen. Ja, sehr, sehr enttäuscht war ich von einem Autor. Und zwar von Muso.
Wir haben im Leseklub Nacht im Central Park gelesen und das war in diesem Jahr, glaube ich, dann das vierte Buch von ihm. Und leider waren diese Bücher so ein bisschen, ja, ich glaube, vor 2 Jahren habe ich angefangen, Musot für mich zu entdecken, habe einige Bücher auf dem Sub gehabt, habe manche gehört, manche gelesen und es gab eben immer wieder so ein bisschen ein Fast-Highlight, aber dann auch wieder so ein Fast-Abbruch-Buch, ein Fast-Highlight-Buch, ein Fast-Abbruch-Buch, manches habe ich wirklich gepackt, anderes habe ich abgebrochen und bei Nacht im Central Park war es halt auch so ein bisschen so, dass der Mann schreiben kann. Er kann Spannung erzeugen, er kann eine mitnehmen, er kann bildhaft erklären, was passiert, aber er hat Wendungen, die einfach total am Murks sind. Und er hat in diesem Buch zum Beispiel auch wirklich Charaktere geschaffen, die einfach idiotisch sich benommen haben und dann eben auch noch so das Ende, wo ich echt dachte, also idiotischer verarschen konntest du mich eigentlich nicht. Und mit so einem Gefühl will man eben einfach nicht aus einem Buch herausgehen. Dementsprechend war das auch vorerst mein letztes Buch von Musot. Ich habe alle anderen Bücher, die ich eben auf dem Sub hatte, raussortiert, auf den Dachboden gebracht und vom Sub gestrichen. Und ich möchte auch erstmal nichts von den Neuerscheinungen sehen oder hören von ihm. Ja, ich werde natürlich immer mal gucken, oh, da ist ein Buch herausgekommen, um was geht's. Vielleicht lese ich dann tatsächlich auch die Rezensionen dazu. Und wenn da wirklich irgendwie ein Top-Highlight-Buch ist, vielleicht greife ich dann auch zu. Aber ich möchte erstmal nicht. Und das ist wirklich schade, weil mich der Autor doch eigentlich mit vielen seiner Geschichten sehr begeistern konnte, weil, wie gesagt, er kann schreiben. Aber er macht irgendwann Murks in den Geschichten. Und bei Genremix kann das vielleicht auch einfach mal passieren, aber es sollte im Grunde auf gar keinen Fall passieren. Und ja, wirklich sehr, sehr, sehr schade. Das letzte Buch, was ich auf der Highlight-Liste habe, ist ein deutscher Thriller und ist Blutparadies von Klaus Hammering, aka Laura Newman. Und dieses Buch steht nicht auf der Liste, weil ich Laura Newman mag oder auch ihre Bücher absolut großartig finde, weil dann würden auch noch ganz andere Bücher hier stehen, sondern weil ich von diesem Thriller wirklich absolut überzeugt war. Und das liegt auch nicht nur daran, dass ich ihn in der Urfassung mal als Testleser gelesen habe. Nein, dieses Buch hat es geschafft, mich beim zweiten Mal lesen, als es dann veröffentlicht wurde, so zu flashen, so zu begeistern, dass ich das innerhalb eines Abends, einer halben Nacht weggelesen habe und gar nicht mehr wusste, dass das diese Geschichte ist, die ich eigentlich schon kannte, an der ich irgendwie ein bisschen was mitgewirkt habe und wirklich total überrascht war, was Großartiges daraus geworden ist. Das ist wirklich ein Thriller, der im Blutparadies wortwörtlich spielt, denn wir sind ja hier in einer karibischen Insel und da passieren Morde und wir erfahren diese Geschichte aus verschiedenen Perspektiven, auch ein bisschen was aus der Mörderperspektive. Und das war einfach ein Thriller, den ich so nie erwartet hätte. Die Wendungen, die geschahen, hätte ich nicht kommen sehen. Und ich fand das Buch schon sehr gelungen, als wir es getestet gelesen haben. Ich war aber total fasziniert und beeindruckt von dem, was Laura im Grunde oder Klaus am Ende noch daraus gemacht hat. Also wirklich eine Thriller-Empfehlung, bei der es mir Gänsehaut hoch und runter gelaufen ist, bei der ich mitgefiebert habe. Und obwohl ich eigentlich schon wusste, wer es ist, war ich beim zweiten Mal lesen immer noch total überrascht, wie es aufgelöst wurde. Also total verrückt, aber es ist eben auch einfach so ein Highlight, wo man denkt, das findet man in diesem Bereich einfach eher selten. Also deutscher Thriller wird ja von vielen sowieso nicht so gerne gelesen. Kann ich verstehen. Ich bin ja auch nicht der größte Fan, aber ja, Fitzek, aber oh, ich sehe hier Thorstens Gesicht schon. Aber hier muss ich wirklich sagen, gebt Blutparadies einfach eine Chance. Holt euch das. Laura aka Klaus Hammering hat hier wirklich was wahnsinnig Grandioses geschaffen an Thriller und wirklich Spannung, wie ich es mag. Und eben auch nicht ganz so blutrünstig, wie es manche Thriller sind, aber schon mit viel Blut. Man muss da schon was abkönnen. Bei mir ist es gerade so eine Spur drüber, was ich sonst eigentlich ertrage. Es war aber ertragbar und es war einfach Hammer. Also ja, passt perfekt zum Nachnamen, den Laura Klaus gegeben hat, Hammering, was ja im Grunde auch nur aus ihrem Namen auch wieder ein Name gezaubert ist. Ne? Also Laura lässt sich da ja immer was einfallen. Und das, wenn ich so hingucke, war es an Büchern, die mir so spontan als Highlight eingefallen sind. Ich habe auch 2, 3 Bücher wieder gestrichen, weil ich dachte, da hast du doch immer mal noch was gehabt.
Es gab ja 80 Highlight-Bücher und es war jetzt eine gute zwei Handvoll Highlight-Bücher. Das ist natürlich gar keine Frage, aber jetzt hier 80 Bücher zeigen, ist natürlich verrückt. Würde ich auch nicht machen. Guckt euch dazu wirklich einfach die Bücherwochen an. Aber das sind so die Bücher, für die ich dieses Jahr, glaube ich, einfach auch am meisten gebrannt habe und die mir eben so beim Durchgucken sofort immer wieder ins Auge gefallen sind. Die Liste war ursprünglich einmal 80 Bücher lang. Und dann, glaube ich, waren mal 20 Bücher dort, dann dachte ich, das ist immer noch zu viel. Und jetzt sind im Grunde die dabei herausgekommen. Und es ist, wenn man sich das so nochmal so überlegt, wenn man durch diese Highlight-Bücher geht, und das ist ja was ich viel lieber mache, als mich auf die Flops zu stürzen, dann ist das schon ein schönes Gefühl, ne? Wenn man da 80 Bücher aufgelistet sieht und sich so denkt, was diese einzelnen Bücher mit einem gemacht haben, das ist es, wofür man liest. Ne? Also das ist so genau das, wenn man dann eben so in Erinnerung schwelgt an dieses Buch, an diese Welt und man eben einfach lächelt und sich denkt, ja, das ist es, warum man zu einem Buch greift, und das ist einfach was mir unglaublich gut gefällt. Und dann sind die Flops im Grunde auch schon wieder vergessen, die 40 Bücher grob, wo man sich denkt, manchmal muss man, glaube ich, eben auch einfach ein Flopbuch haben, um Highlightbuch wieder wert zu schätzen. Und gerade in Monaten, wo man irgendwie nur in die Tonne greift, ist man dann ganz froh, wenn eine Woche kommt, wo wirklich ganz tolle Bücher bei sind. Und das war es jetzt gefühlt auch schon vom Jahresrückblick 2018. Ich habe jetzt, glaube ich, doch länger gequasselt, als ich es eigentlich vorhatte. Aber ja, ihr wisst ja, wenn ich mal anfange mit Reden, kann ich nicht mehr aufhören. Und so ein bisschen 2019, einen kleinen Vorausblick. Also es wird auf jeden Fall auf die Leipziger Buchmesse gehen. Und ich habe ja auch mal so einen kurzen, schwachen Moment gehabt, wo ich überlegt habe, ob ich von der etwas längeren Bücherwoche auf kurze Rezension umswitche. Zum Glück seid ihr aber genau wie ich ein großer Fan meiner Bücherwoche und habt auf Instagram euch dafür entschieden, dass die Bücherwoche bleibt. Und das freut mich, weil ich sie eben auch einfach super gerne habe und einfach so mein Videotagebuch sehr gerne in dieser Art führe. Und nein, ich gucke nicht ständig in meine Videos rein, aber manchmal, wenn man sich so vielleicht den ersten Teil in Erinnerung bringen möchte, wo jetzt der zweite oder dritte herauskommt, dann ist es ganz schön zu wissen, oh, ich habe da ein Video dazu, da guckst du dir einfach mal deine Gedanken an, weil sehr oft ist es dann tatsächlich so, dass dann diese Gedanken wieder mehr werden und irgendwo im Hirn die Region aufblinzelt, wo das gespeichert ist. Das ist ein bisschen wie ein Denkarium, wie ich finde, von Harry Potter. Zudem wird es auf jeden Fall vielleicht im Januar oder auch erst im Februar wieder mal ein BookTube-Geheimtipps-Video geben. Ich habe so eine kleine Liste, wo, glaube ich, aktuell 8 Leute draufstehen. Deswegen denke ich, dass da auf jeden Fall wieder 1-2 Videos dazu kommen werden, weil ich doch wieder ein paar neue BookTuber entdeckt habe. Natürlich auch andere YouTuber, aber die Videos mache ich ja doch eher nur für BookTube. Ich habe unglaublich viele Podcasts entdeckt in 2018, möchte das in 2019 auf jeden Fall weiterführen. Mich hat auch das ein oder andere Mal die Anfrage erreicht, ob ich mir nicht vorstellen könnte, meine Videos auch als Podcast irgendwie zu machen. Und ich muss sagen, ja, es klingt irgendwie interessant, aber damit muss ich mich erstmal auseinandersetzen. Also das ist natürlich wieder so ein bisschen extra Arbeit, extra Aufwand. Da müsste man einfach mal sich ausprobieren. Fände ich, glaube ich, auch ganz schön, weil ich ja auch selbst unterwegs eben gerne Podcast höre. Und vielleicht könnte man die Bücherwoche ja tatsächlich als Podcast hochladen. Mal sehen. Habe ich jetzt nicht an oberster Prioritätenliste, aber ist auf jeden Fall, irgendwo steht es in meinem Bullet Journal als Gedankengut und könnte da auf jeden Fall dann auch nochmal aufgegriffen werden. Ansonsten wird es nicht große Veränderungen geben. Ich habe da keine Veränderungen irgendwie in meinem Kopf, wo ich denke, da möchte ich was verändern. Was ich tatsächlich sehr gerne mehr tun würde, wären Live-Hangouts. Ich weiß noch nicht, in welchem Rahmen, ob man mal seine Neuzugänge in einem Live-Video vorstellt, ob man mal einen Monatsrückblick macht, den es ja sonst nicht auf meinem Kanal gibt, wo man einfach mal so ein bisschen über den vergangenen Monat spricht, ob man vielleicht tatsächlich Vlogs, wo ich wieder mal so 2-3 Themen hätte, einfach mal in den Hangout packt, einfach um auch diese Live-Diskussion mit euch Zuschauern zu haben. Schreibt mir da gerne mal eure Gedanken dazu in die Kommentare, wie ihr euch das so vorstellen könntet. Ich mag tatsächlich diese Live-Hangout super gerne, weil man so interaktiv einfach miteinander kommunizieren kann. Nicht wie jetzt, wo ich spreche und dann hoffe, dass ihr das seht und auch einen Kommentar schreibt, sondern mit dem Live-Chat ist das ja wirklich 1:1. Und da würde ich mich auf jeden Fall mehr freuen. Vielleicht tatsächlich auch mal wieder mehr Bücher mit BookTube-Kollegen gemeinsam lesen, um dann vielleicht auch einen Hangout dazu zu machen
Und ja, das würde mich auch wieder sehr freuen. Zudem, das hat auch so ein bisschen Phil angeregt, dass man vielleicht tatsächlich mal so einen Spoiler-Talk macht über ein Buch, dass man eben so ein normales Gespräch über das Buch macht, indem man erstmal über das allgemeine Buch spricht und dann wirklich so eine Spoiler-Ecke irgendwie einrichtet, wo man sagt, das waren die Aufreger und dann eben konkreter werden kann. Weil so spricht man halt doch irgendwie ein bisschen oberflächlicher über die Bücher, was ja eigentlich auch schade ist, denn es gibt durchaus Bücher mit Potenzial, wo man aber eben einfach spoilern müsste und sollte, damit einfach die Gedanken, die man sich gemacht haben, auch irgendwo mal einen Raum haben. Und ja, das sind so ein bisschen die Gedanken für neue Videos oder auch einfach Ideen. Wenn ihr da irgendwas habt, was ihr irgendwie spannend, interessant findet, vielleicht gerade zu den Live-Hangouts, schreibt das gerne mal in die Kommentare, würde ich mich wirklich freuen. Ha, so, und das war's jetzt. Wir schließen mit 2018 ab. In der nächsten Woche habe ich noch geplant ein Lesevorhaben-Video, was ich mir so ein bisschen an lesetechnisch für 19 vorgenommen habe. Und auch mein Planner-Video wird dann noch kommen. Es kommen die Neuzugänge. Ist auch alles schon gedreht. Könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Und natürlich auch die Bücherwoche, die dann am Samstag kommt. Und das war's jetzt einfach mal von mir. Wir bedanken uns einfach mal bei 2018 für tolle Bücher, tolle Geschichten, wunderbaren Austausch, viele Treffen und wirklich Begegnungen, die mir einfach in Erinnerung bleiben werden. Ich danke euch, dass ihr so zahlreich hier seid. Wir sind ja in 2008 tatsächlich über 4000 Leute geworden, was einfach eine Wahnsinnszahl ist. Und ich ja da immer noch gefühlt sprachlos darüber bin. Aber ich freue mich über jeden Einzelnen, der hier ist, der einen Daumen nach oben gibt, der einen Kommentar da lässt, der auf Instagram sich mit mir austauscht oder auf Facebook in den Lesegruppen. Ich freue mich einfach, wenn wir das in 2019 weiter so machen. Danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch ein tolles 2019. Lasst es euch gut gehen und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.